Für alle Foodhaul-Liebhaber gibt es heute mal wieder einen Foodhaul. Wobei ich nicht nur Lebensmittel eingekauft habe, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Und was ich euch heute zeige, das sind zwei Einkäufe von zwei darauffolgenden Tagen, und zwar von gestern und von vorgestern. Warum zwei Einkäufe? Ich habe bei mir im Ort eingekauft, bin dort mit dem Fahrrad hin und war unter anderem, also am ersten Tag, vorgestern, auch im ZG Raiffeisenmarkt hier bei mir und habe zwei schwere, große Säcke Erde gekauft. Und danach konnte ich nicht mehr allzu viel einkaufen, wegen dem Gewicht, ja. Weil, ja, sonst wäre mein Fahrrad da zusammengebrochen. Ja, und da ich aber noch einige Lebensmittel da habe, brauchte ich auch erstmal noch nicht großartig was anderes. Und deswegen habe ich dann das meiste Restliche dann gestern noch geholt und bin dann nochmal ins Dorf gefahren. Diese Einkäufe von diesen zwei Tagen sind somit vom ZG, Raiffeisenmarkt, Rossmann, Rewe und Netto. Ja. Ich habe jetzt mal alles für euch ausgerechnet. Also das, was ich für Lebensmittel ausgegeben habe und das, was ich für Sonstiges ausgegeben habe. Für Lebensmittel habe ich insgesamt 65,87 Euro ausgegeben, wobei ich immer noch nicht alles habe, was ich brauche. Ja, das war diesmal recht hoch, weil ich einfach ein paar extra Sachen eingekauft habe, die ich nicht so oft kaufe. Das seht ihr dann im Laufe des Videos. Und ich habe aber noch kein frisches Gemüse gekauft. Das werde ich wahrscheinlich morgen in Zell im Wiesental dann noch holen, da ich momentan noch Kartoffeln, ein paar Möhrchen und ein paar Tomaten da habe, komme ich damit noch die nächsten 3-4 Tage hin. Und ich habe mir abgewöhnt, wenn ich einkaufen fahre, fast immer für eine ganze Woche frisches Gemüse zu kaufen, weil es dann einfach ja nach 3 oder 4 Tagen dann nicht mehr so frisch ist. Und ich möchte schon gerne frisches Gemüse und vor allem, wenn ich noch Gemüse da habe, dass ich dann auch kein Gemüse kaufe, sondern das erstmal fertig aufpauche, so wie ich es jetzt mache. Das sind die Gründe, warum ich eben dieses noch nicht geholt habe. Zudem möchte ich in Zell auch gerne mal wieder zu dem türkischen Supermarkt. Da war ich jetzt schon länger nicht mehr. Da brauche ich auch noch 2, 3 Sachen. Ja, und das, was ich dort hole und auch noch beim Aldi dann und vielleicht noch im Rewe, dazu gibt es dann nochmal einen extra Food Haul. Vale? So, für Sonstiges aus den letzten zwei Einkäufen habe ich insgesamt ausgegeben 25,43 Euro. Wenn ich euch jetzt die einzelnen Lebensmittel etc. zeige, gehe ich aber auch nochmal auf die einzelnen Einkäufe ein, was die jetzt so an sich gekostet haben. Ja? Des Weiteren werde ich wie immer auf manche Sachen ein bisschen näher eingehen, warum ich die eingekauft habe oder für was ich die brauche oder nutzen möchte. Ja. Dann komme ich jetzt erstmal zu den Lebensmitteln vom Rewe hier im Ort. Dafür habe ich insgesamt 14,21 Euro ausgegeben. Das waren einmal diese Softdatteln, die kaufe ich normalerweise nicht, da ich die nicht mag. Ich finde die so schleimig. Die erinnern mich irgendwie immer an die Schnecken in meinem Garten, die roten. Ja, normalerweise hole ich die beim Netto bei mir im Ort. Das sind Declinor-Datteln, aber gestern und vorgestern waren die ausverkauft, leider. Und da ich aber gar keine mehr hatte, habe ich halt auf die zurückgegriffen. Und die sind auch nicht so günstig.
Ja, wenn möglich hole ich mir die immer beim Aldi, da sind sie nämlich am günstigsten. So, dann habe ich mir mal einmal so vegane Tiefkühlnuggets dort gekauft. Ja, so ein, zweimal im Monat kaufe ich mir mal sowas in der Art oder auch mal vegane Schnitzel oder Cordon Bleu, je nachdem. Des Weiteren brauchte ich mal wieder ein Brotmehl, sage ich mal. Ich habe noch ein bisschen Dinkelmehl. Ja, und ein ganz klein bisschen Hafermehl, aber das Hafermehl nehme ich am liebsten für meine Frühstücksbrühe. Ja, und deswegen habe ich mir dann mal wieder ein Roggenmehl geholt. Ich habe seit längerem im Kühlschrank immer Sauerteig, also selbstgemachtes Sauerteig-Anstellgut da, so dass ich, ja, wenn mir danach ist, mir dann einen Brotteig bzw. einen Brötchenteig herstelle. Und dann daraus meine leckeren Pfannenbrötchen zubereite. Hier könnt ihr das auch mal sehen. Das ist noch mein Anstellgut. Ich hatte nämlich vor, heute im Laufe des Tages wieder neue Brötchen herzustellen. Dann habe ich mir zum ersten Mal beim Rewe diese Schokolade gestern gekauft. Ja, so einmal die Woche hole ich mir immer eine Tafel Schokolade. Entweder Zartbitter oder sowas in der Art, auf jeden Fall immer vegan. Und ich meine, beim Rossmann hier im Ort gibt es die gleiche, nur beim Rossmann kostet sie einiges mehr. Also beim Rewe kostet sie 1,99 Euro, diese hier, und beim Rossmann 2,19 Euro. Und deswegen habe ich sie beim Rewe geholt. Dann waren die veganen Schinkenspicker seit längerem mal wieder im Angebot beim Rewe. Normalerweise kosten die, meine ich, 1,49 €. Die gibt es auch beim Netto hier bei mir im Ort, aber die kosten dort gleich viel. Und zum Normalpreis kaufe ich mir die nicht. Da warte ich immer, bis sie mal im Angebot sind. Und wenn sie im Angebot sind, dann hole ich mir dann ein oder zwei Pakete, da ich das nicht so oft esse. Ja, die habe ich da bekommen für 1,11 Euro. Dann kann ich die jetzt auch wieder in den Kühlschrank reingeben. Des Weiteren habe ich mir dann noch diese zwei Hafer-Cuisine dort geholt. Also Hafersahne hole ich nur noch von dieser Marke. Die kosten 1,29 € das Paket und da sind 250 ml drin. Mehr als in den anderen, die man sonst so bekommt. Ja, und es schmeckt sehr lecker für manche Gerichte von mir. Zum Beispiel, wenn ich mal Reis mit Champignons koche, dann mache ich immer so eine Rahmsoße dazu. Dafür nehme ich die sehr gerne. Champignons habe ich übrigens auch noch da. Also ja, ich werde erstmal nicht verhungern, was Gemüse oder dergleichen anbelangt. Dann habe ich mir dort einen Joghurt gekauft. Da wechsle ich immer gerne ab. Mal hole ich vegane Joghurts und mal so einen herkömmlichen. Auch jetzt wieder in den Kühlschrank. Dann wollte ich mir gestern beim Rewe eigentlich mal wieder ein Spirulina-Pulver kaufen. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gekauft. Und die führen das auch. Aber gestern war es leider leer. Ja, dann habe ich mir stattdessen was anderes geholt, was ich dort auch schon öfter gesehen habe und mir schon seit längerem wieder gewünscht habe. Ja, und das habe ich mir jetzt gestern endlich mal wieder gekauft, dieses Maca-Pulver. Das ist so lecker und enthält, ist reich an Ballaststoffen, auch Eiweiß hat es einiges. Gut Kohlenhydrate, also gesunde Kohlenhydrate und wenig Fett, nur 1 Gramm Fett. Ja, dieses Maca-Pulver gebe ich mir meistens in meinen
Frühstücksbrei und mein Frühstücksgetreidebrei. Ab und zu auch mal in die Haferflocken. Maca-Pulver erinnert mich total an La Gomera, weil als ich dort vor etwas mehr als 5 Jahren gelebt, mit meinem erwachsenen Sohn zusammengelebt habe, haben wir das täglich dort benutzt. Kann ich nur jedem empfehlen. Ach so, ich wollte noch was zu dem Maca-Pulver sagen. Vor circa einem Dreivierteljahr habe ich mir das in Schopfheim bei Müller gekauft, ja, in so einer Dose. Mittlerweile weiß ich aber nicht mehr, was das damals gekostet hat, aber es war schon kostspielig. Und in dieser Dose sind 150 Gramm drin, ja. Ich habe die noch, weil ich die einfach für andere Sachen auch nutze. Ja, und in diesem Beutelchen hier sind 200 Gramm drin, also 50 Gramm mehr. Und dieses vom Rewe, dieses Maca-Pulver hat 4,99 € gekostet. Und wenn ich das nächste Mal zum Müller in Schopfheim fahre, dann werde ich mal vergleichen. Und da bin ich mal sehr gespannt, welches günstiger ist. Also ich tippe darauf, dass das vom Rewe günstiger ist. Aber schauen wir mal. Nee, das war alles vom Rewe. Dann komme ich jetzt zu den Lebensmitteln vom Netto. Da habe ich diesmal einige Nüsse bzw. Kerne gekauft. Hatte ich so jetzt nicht vor. Also ja, ein Paket wollte ich holen, aber die waren alle im Angebot. Ja, und deswegen habe ich zugeschlagen. Ich habe mir direkt 2 verschiedene geholt. Einmal Walnusskerne, dann ganze Mandeln. Die benutze ich hauptsächlich für meine rohe Buchweizencreme. Darin schmecken die richtig lecker. Und auch seit ewigen Zeiten mal wieder Cashewkerne. Die hole ich auch nur sehr, sehr selten, so einmal in einem halben Jahr circa. Da ich gehört habe, da die Herstellung nicht gut für die Umwelt sein soll und vor allem für die Menschen, die da arbeiten. Also, ja. Und das möchte ich halt nicht unbedingt unterstützen. Deswegen hole ich sie mir sehr selten. Dabei esse ich die total gerne. Ja, die esse ich meistens pur. Oder ich gebe sie auch mal in ein bestimmtes Gericht von mir. Als Käseersatz, da schmeckt die auch lecker drin. Es ist voll warm bei mir, obwohl es regnet. Ach ja, entschuldigt übrigens, dass es schon wieder am Nieseln ist. Oder nee, beziehungsweise die Geräusche des Regens. Ich hoffe, es ist nicht zu störend, aber ich kann das leider nicht ändern. Dann habe ich mir auch mal wieder einen Haferdrink beim Netto geholt. Hole ich mir auch nicht mehr so oft, da ich seit einiger Zeit mir den Haferdrink selber herstelle. Aber da ich nicht immer so fit bin, gerade an denen ich nicht so fit bin, da greife ich dann gerne mal auf einen fertigen zurück. Ja, so Haferdrink benutze ich hauptsächlich für Dinkelgrießbrei oder für, also mache ich mir selber so einen Dinkelgrießbrei oder für Milchreis, wobei ich keinen Milchreis kaufe, sondern den mache ich aus, den bereite ich aus Basmati-Reis zu. Das schmeckt genauso lecker. So, dann habe ich mir dort auch noch ein Dinkelmehl geholt, obwohl ich noch ein bisschen habe, weil das ist nämlich ein anderes. Ja, das, was ich bisher hatte oder noch habe, ist dieses hier. Und ja, das ist, meine ich, etwas heller. Eben auch für meine Pfannenbrötchen. Dann wollte ich mir einen Tofu holen, eigentlich beim Rewe. Aber gestern war ich zuerst beim Netto.
Zum Glück, weil beim Netto war der Räuchertofu im Angebot. Und deswegen habe ich mir direkt zwei Pakete gekauft. Normal kostet der 2,90 Euro beim Rewe wie auch beim Netto. Und gestern war er im Angebot für 1,79 Euro. Also das ist echt ein Unterschied, ne? Es lohnt sich. Ja, und die sind auch länger haltbar. Bis zum 29.07.24. Bis dahin habe ich die auch aufgerufen. So, dann kommen wir noch hierzu. Solche Dosen mit gehackten Tomaten hole ich mir ja in letzter Zeit auch öfter. Hatte ich euch, meine ich, im letzten Food Haul schon mitgeteilt. Für Tomatensoßen, also Linsen-Bolognese oder Sojahack-Bolognese. Ja, die sind lange haltbar, günstig und schmecken lecker. Achso, diese hier, die sind mit Kräutern schon drin. Dann habe ich mir noch ein Glas Sauerkirschen dort gekauft. Für in den Joghurt zum Beispiel. Ja. Hole ich mir in letzter Zeit auch ab und zu mal. Des Weiteren noch dieses Tomatenmark. Ich habe noch ein kleines bisschen, aber nicht mehr viel. Das nehme ich auch mit in die Tomatensoßen rein. Sehr lecker. Des Weiteren noch eine Dose ohne Kräuter. Gehackte Tomaten. Jetzt habe ich noch ein bisschen was in Reserve. Dann wollte ich mir bei Netto auch wieder mal einen Honig kaufen und habe dieses Mal diesen hier entdeckt. Der ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ja? Deutscher Blütenhonig. Dass die den führen, finde ich richtig gut. Ja, der kostet dort, Moment, 3,99 Euro. Ja, ist allerdings auch ein kleineres Glas, ja, mit 250 Gramm drin. Dazu möchte ich euch noch was anderes zeigen. Um ein bisschen von Honig wegzukommen, Honig ist ja erstens nicht vegan und außer dieser jetzt, die ich sonst gekauft habe, Waldhonig oder so, die sind halt nicht aus der EU, habe ich mir vor kurzem mal zum ersten Mal so einen Rübenzucker gekauft. Dazu hatte ich ein Video gesehen von Raw Future. Ich denke mal, manche von euch kennen seinen Kanal. Und er meinte, dass Rübenzucker der am wenigsten ungesunde oder gesündeste Zucker ist. Und er stammt aus Deutschland. Das ist für mich nur ein bisschen komisch, den zu benutzen, weil er auch weiß ist, genau wie Kristallzucker. Da habe ich immer das Gefühl, ich esse Kristallzucker. Weil ich esse ja schon lange keinen Industriezucker mehr. Ja. Aber der schmeckt gut und süßt auch gut. Also ich brauche nicht viel davon. Wer von euch hat auch schon mal so Rübenzucker zum Süßen genommen? Das würde mich mal interessieren, ob es da jemanden von euch gibt, der den auch schon gekauft hat. So, dann habe ich mir noch ein Paket kernige Haferflocken auch dort gekauft. Da ich in letzter Zeit ein bisschen öfter Haferflocken esse als ursprünglich, weil es einfach günstiger ist, als wenn ich öfter mir meine Creme aus Hafermehl, Tahin etc. herstelle. Und Haferflocken sollen ja eigentlich auch sehr gesund sein, ja, und sie sättigen auch gut und langanhaltend. Ja. Und wenn ich Haferflocken esse, dann mag ich eben lieber die kernigen. Die gibt es leider bei Netto nicht in Bio. Ich meine, beim Aldi auch nicht, ne? Oder? Da gibt es dann nur diese Zarten in Bio.
Dann habe ich mir noch einmal italienische Kräuter, gefrorene, auch dort geholt. Die hatte ich jetzt gar nicht am Anfang mit drauf. Ja, damit die mir nicht so auftauen, wollte ich die nicht so lange aus dem Gefrierfach holen. Ja, das sind italienische Kräuter und zwar Petersilie, Bärlauch, Basilikum, Thymian und Oregano. Ja, und es sind halt noch Zwiebeln drin, das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich finde, die hätten da nichts drin zu suchen, aber okay, die gibt es halt nur so. Ja, und da ist mir mal aufgefallen, dass die in Bio günstiger sind als die in Nicht-Bio. Obwohl genau gleich viel drin ist. Komisch, ne? Ja, dann nehme ich natürlich lieber Bio. Weiter einmal ein Netz Bio-Zitronen. Die nehme ich immer morgens zum Trinken. Also jeden Morgen eine halbe Zitrone mit ein klein bisschen Natron zusammen in ein größeres Glas leicht lauwarmes Wasser. Tut mir sehr gut. Natron entsäuert ja, ist basisch. Ne? Dann habe ich mir auch mal eine Schale Nektarinen gekauft. Ich liebe Nektarinen. Also Nektarinen erinnern mich vom Geschmack her und auch ein bisschen von der Konsistenz her total an meine Lieblingsmangos aus La Gomera. Und wenn ich hier schon keine Mangos habe, ja, dann gönne ich mir zumindest ab und zu mal Nektarinen. Da könnte ich echt drin baden. Ist so lecker. Und das Gute ist, dass in so einer Schachtel auch mal ein bisschen mehr drin sind, sodass ich dann, sobald sie reif sind, nicht immer nur eine oder zwei am Tag halt habe. So, des Weiteren habe ich mir dann dort auch noch dieses Stück Ingwer gekauft. Das gebe ich mir am liebsten in meine Haferflocken. Oder auch, wenn ich mir einen Sellerie-Apfelsaft selber presse mit meinem Slow Juicer, dann gebe ich da auch immer ein Stück Ingwer mit rein. Ingwer ist übrigens ein natürliches Antibiotika, falls du das noch nicht wusstest. Schadet somit gar nicht, Ingwer öfter mal in seine Ernährung einzubauen. Am besten natürlich roh. So, dann hatte ich noch Bananen geholt. Ja. Ach ja. Und mal wieder eine Dose Kokosmilch. Die hole ich jetzt, die hole ich in letzter Zeit jetzt nur noch vom Netto in Bio, weil die für mich perfekte Konsistenz hat. Die ist nicht so flüssig. Ja? Manche Kokosmilch, die ist so flüssig und das mag ich nicht, da ich sie hauptsächlich für aufs Brot nutze, also nicht für ins Gericht rein. Schon auch mal, aber hauptsächlich für oder auf meine selbstgebackenen Pfannenbrötchen gebe ich das sehr gerne drauf und dann ist das eben ein bisschen fester und zerläuft nicht gleich so. Ja. Und da ich ja vorhabe, mir heute wieder Pfannenbrötchen herzustellen für morgen, brauche ich eben eine neue Kokosnussmilch und deswegen habe ich mir die geholt. Des Weiteren auch direkt dazu eine Konfitüre. Meistens stelle ich ja selber Konfitüre her, zuckerfrei, nur mit selbstgemachten Dattelsirup, aber immer nicht. Ja, ab und zu kaufe ich mir auch noch eine. Ja, da habe ich morgen zwei sehr leckere Belege für meine Brötchen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Dann habe ich mir noch mal ein paar andere Kräuter beim Netto geholt. Auch gefroren. Petersilie. Da ich im Garten bei mir noch keine frische Petersilie habe, damit ich immer welche da habe. Ich habe Hunger, deswegen esse ich jetzt eine Scheibe von dem veganen Schinkenspicker. Lecker. Pur am leckersten.
Ja. Dann habe ich mir noch dieses Quellwasser geholt. Das hole ich mir seit Wochen. Normalerweise immer zwei solche Flaschen pro Woche, weil ich nicht mehr nur das Leitungswasser hier vom Campingplatz trinken möchte, weil ich denke, dass es vielleicht nicht so das Gesündeste ist. Quellwasser ist immer das Beste. Aber ich habe mir gestern zum ersten Mal nur eine gekauft, weil bei mir hier im Ort gibt es mehrere Brunnen. Dazu werde ich mich demnächst hier beim Bürgermeisteramt informieren, ob aus diesen Brunnen Quellwasser läuft. Ich denke es ja mal schon, aber ja, sicher bin ich nicht. Und wenn ja, werde ich ab jetzt immer eine leere Flasche mitnehmen. Eine ist schon leer, die habe ich mir schon in meinen Rucksack rein, damit ich es nicht vergesse. Und immer wenn ich hier im Dorf unterwegs bin, ja, nehme ich die mit und fülle mir dann von einem dieser Brunnen höchstwahrscheinlich Quellwasser ab. Dann habe ich noch jede Menge mehr Bananen beim Netto gestern gekauft. Vorgestern waren sie im Angebot für 88 Cent das Kilo. Da habe ich alle genommen, die noch da waren. Das waren allerdings nicht mehr viele. Das Gute war, dass die auch schon reif waren. Ja, ja, und dann habe ich gefragt, ob die am Samstag immer noch im Angebot sind. Und dann meinte sie ja. Und dann dachte ich, ja, super. Wenn die dann immer noch 88 Cent kosten, dann kann ich ja noch mehr holen. Allerdings waren sie am Samstag dann nicht mehr ganz so günstig und kosteten dann 1,11 Euro das Kilo. Aber das ist ja immer noch günstiger als der Normalpreis. Und deswegen habe ich dann noch einige geholt. Die sind aber alle schon in meiner Reifetasche. Deswegen zeige ich die euch jetzt nicht. So, dann habe ich mir dieses Mal zwei solche Tetra-Packs mit Rote-Bete-Saft geholt. Den trinke ich total gerne. Und da ist ja in einer größeren Schachtel drin. Da ist auch immer Sauerkrautsaft drin. Den mag ich allerdings nicht. Und von der Rote-Bete sind da meistens nur 3-4 Stück drin. So war das diesmal auch. Und der Rest war alles nur Sauerkrautsaft. Und die sind immer sehr schnell vergriffen. Und deswegen habe ich mir diesmal zwei geholt. Des Weiteren noch einmal diese Chiasamen. Habe ich jetzt auch sehr lange nicht mehr gekauft. Ich komme da sehr, sehr lange mit hin. Die nutze ich auch hauptsächlich für meinen Frühstücksbrei und auch für die Haferflocken. Also die sorgen bei mir für eine spitzenmäßige Verdauung. Des Weiteren sind sie ja noch reich an Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen und Proteinen. So, Äpfel hatte ich jetzt auch nur noch zwei hier. Deswegen habe ich mir noch ein Kilo Bio-Äpfel geholt. Die nehme ich hauptsächlich für meine selbstgepressten Säfte. Ab und zu esse ich sie aber auch mal pur oder schnibbel mir morgens gemischte Früchte, wo dann noch ein Apfel mit reinkommt. Je nach Lust und Laune. So, und eine Avocado, da sie im Angebot war, für 1,11 Euro. Ja, das war jetzt alles vom Netto. Ich habe mir auch deshalb diesmal sehr viele Bananen gekauft. Also nicht nur, weil sie im Angebot waren, sondern wenn ich mir wenige hole, dann sind die immer unreif. Und da schmecken die einfach nicht im Smoothie. Ja, und so habe ich jetzt ausreichend viele. Und wenn die dann anfangen nach und nach zu reifen und ich dann die ersten davon esse, dann können die anderen wieder weiter reifen, weil ich einfach noch ausreichend Bananen da habe. Ja, und je mehr Zeit vergeht, je reifere Bananen habe ich dann. Lecker. Ja, jetzt komme ich noch zu dem, was ich beim Rossmann gestern gekauft habe. Das waren eben nur ein Lebensmittel. Und zwar einmal dieses Buchweizenmehl. Das verwende ich
hauptsächlich für meine selbstgemachten Pfannkuchen. Das schmeckt mir am leckersten mit Buchweizenmehl. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, ja? Pfannkuchen mit Buchweizenmehl herzustellen. Schmeckt so lecker. Ganz anders als mit Weizen, Dinkel oder was weiß ich noch für Mehl. Ja, aber ab und zu gebe ich da auch ein bisschen was von in meinen Brötchenteig. Ach so, und das Buchweizenmehl ist meines Wissens beim Rossmann hier bei mir im Ort am günstigsten oder zumindest ist es sehr günstig. Das kostet nämlich nur 1,99 und es sind 500 Gramm drin. Finde ich einen sehr guten Preis. Dann habe ich mir mal was für mein Fahrrad beim Rossmann gekauft. Das wollte ich mir letzten Monat schon holen. Letzten Monat hatte ich mir allerdings aber was anderes gekauft, aber nicht beim Rossmann, sondern beim Netto. Und zwar diesen Fahrradsattelbezug. Das ist so ein Gelbezug, ja, schön weich, weil mein Fahrradsattel von meinem alten Fahrrad, der ja, ist schon total abgeranzt und der ist auch nicht so bequem. Ja, und seitdem gebe ich das diesen immer oben drüber und so ist es viel bequemer und das Fahrrad sieht auch ein bisschen hochwertiger dadurch aus. Ich meine, der hatte knapp 10 Euro gekostet beim Netto damals. Ja, und in letzter Zeit hat es ja sehr viel geregnet, seit Wochen immer mal wieder. Und mein Fahrrad steht draußen, nicht unterm Dach hier bei mir. Und deswegen habe ich mir gestern diesen Fahrrad- und Mofa-Schutz oder diese Abdeckung beim Rossmann gekauft. Eben, die wollte ich letzten Monat schon holen, da habe ich aber noch gewartet. Ja, und jetzt habe ich ihn. Oder sie. Damit mein Fahrrad nicht noch mehr vor sich hin rostet. Diese Fahrradabdeckung war echt, fand ich sehr günstig beim Rossmann. Die hat 3,99 Euro gekostet. Da kann man nicht meckern, finde ich. Ja, freue ich mich. Des Weiteren habe ich noch einmal Spüllappen gekauft. Das hatte ich nicht vor. Aber diese waren auch im Angebot für 70 Cent und das sind 5 Spül- und Haushaltstücher und sind aus Bambus. Ja, richtig toll. Und ich kann immer solche Spüllappen gebrauchen. Ich habe sowieso noch nicht genug. Und da ich nicht andauernd Wäsche waschen möchte, sondern möglichst nur eine Maschine in der Woche, allerhöchstens 2, so kann ich die dann horten. Die schmutzigen, ja, und wenn ich genug zusammen habe, kann ich dann eine Maschine Wäsche waschen. Natürlich kommt dann noch andere Wäsche mit rein, ne? Jo, deswegen kamen die auch mit. Des Weiteren mal wieder eine von diesen natürlichen Kerzen. Die sieht allerdings schon etwas ramponiert aus durch den Transport mit dem Fahrrad. Ja, ist da einiges abgegangen, leider, aber okay. Ja. Der Preis von dieser Kerze liegt bei 2,50 Euro. Die stinkt eben nicht so stark, wenn die eine Weile an war und ich die dann auspuste, riecht die eigentlich so gut wie nach gar nichts. Finde ich richtig gut. So, und dann zu guter Letzt habe ich mir ein Zahngel beim Rossmann gekauft. Seit einigen Monaten habe ich mir so eine kleine Zahnpasta gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie heißt die, Ayola oder irgendwie so. So eine rote, weinrote, habe ich euch auch beim letzten Einkauf gezeigt. Die finde ich eigentlich richtig gut, aber sie ist nicht vegan, wie es aussieht. Und da hatte mir ein, ich glaube, ein männlicher Zuschauer geschrieben, dass es demnächst irgendwie eine vegane Zahncreme rauskommt. Und jo, es gibt schon länger vegane Zahncreme. Es gab nämlich sogar zweierlei vegane Zahncreme. Also nicht nur von Altera, sondern auch noch von einer anderen Marke. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie die hieß. Naja, ich habe die jetzt von Altera genommen. Die teste ich jetzt mal. Die ist mit Biosalbei
Ja. Zertifiziert und vegan. Und die hat gekostet. Steht hier gar nicht auf dem Zettel. Okay. Doch, jetzt habe ich es. 1,49 Euro. Ja. Ja, und ich habe mir jetzt so gedacht, dass ich es so mache, dass ich immer eine Woche diese fertig gekaufte Zahnpasta nutze und die zweite Woche dann meine selbst hergestellte Zahnpasta. Ja, aber die ist einfach immer ein bisschen schmierig, das mag ich nicht so gerne. Ja, dazu gibt es auch ein Rezeptvideo auf meinem Kanal, aber damals hatte ich, meine ich, die Zutaten ein bisschen anders. Diese hier ist etwas einfacher. Die besteht einfach nur aus Kokosöl, Minzöl und Natron. Beim Rossmann habe ich 10,67 Euro ausgegeben. So, zu guter Letzt kommt jetzt noch zu dem kleinen Einkauf vom ZG Raiffeisenmarkt bei mir hier im Ort. Da habe ich mir diesmal noch zweierlei Kräuter geholt. Ja, einmal Liebstöckel und einmal Oregano von Naturkraft. Und Oregano habe ich gar nicht an Samen. Ich habe noch einige Samen, aber eben nicht Oregano. Und Oregano mag ich auch sehr gerne für mediterrane Gerichte oder auch mal einen bunten Salat. Deswegen habe ich mir da auch noch ein Paket an Samen geholt. Werde ich demnächst auch bei mir einsäen. Dann, wo ist er? Eine Flaschenbürste für meine Thermoskanne. Ich habe mittlerweile zwei Thermoskannen. Ach, ja, die zweite habe ich ganz vergessen, euch in einem der letzten Videos zu zeigen. Die habe ich nämlich auch draußen gefunden. Naja, egal. Ich hatte eigentlich eine Flaschenbürste, aber sie ist verschollen. Ich finde sie nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt noch mal eine geholt, dass ich die Flaschen auch mal richtig von innen reinigen kann. Dann habe ich mir dort beim ZG noch einen Sack Bio, noch mal einen Sack Bio Kräuter und Aussaaterde gekauft für 8,99 Euro. Ja, da sind glaube ich 18 Liter drin und ich habe auch vergessen, beim Rewe, da hatte ich mir noch einen Sack Gemüseerde gekauft für 3,99 Euro. Das sind 20 Liter. Letztes Mal hatten sie die nicht mehr, aber ja, gestern haben sie wieder neue gehabt. Habe ich mich sehr gefreut, weil ich auch noch was Spezielles an Gemüse anpflanzen möchte. Ja, so, jetzt haben wir es geschafft. Und ja, demnächst gibt es dann, denke ich, nochmal einen kleineren Foodhaul-Einkauf als Video aus Zell im Wiesental. Also bis dann. Tschüss.